Der Verein Zukunftslehre Österreich ist eine unabhängige, branchenübergreifende und österreichweit agierende Initiative von Unternehmen aller Branchen. Ihr Ziel ist es, das Image der Lehre in Österreich zu stärken. Nun ist die Initiative auch mit einem Standort in Salzburg vertreten. Als erster Vorsitzender der ZLÖ Salzburg zeichnet der CEO der Salzburger AG, Leonhard Schitter, verantwortlich. Also es geht um viele Punkte. Ein Punkt ist tatsächlich auch in der Wahrnehmung, in der Öffentlichkeit, das Bild der Lehre nochmals zu heben. Ich glaube, wir können das in vielfältiger Art und Weise, die Unternehmen können noch stärker ausbilden. Es geht nicht darum, dass es ein Unternehmen macht, eine Branche macht. Wir müssen das gesamthaft machen. Die Corona-Krise hat massive Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft. Trotz der Krise suchen auch 2021 viele Betriebe noch immer händeringend nach Fachkräften. Der drohende Fachkräftemangel hängt naturgemäß stark mit der Lehrlingsausbildung zusammen. Fehlende Jobmessen und eingeschränkt mögliche Berufsorientierung verunsichern die Jugendlichen. Man hat nicht genau gewusst, kann man zum Schnuppern kommen, kann man sich den Betrieb anschauen. Das heißt, es führt zu einer gewissen Verunsicherung. Die müssen wir nehmen, die wollen wir nehmen. Es wird keine Schwierigkeit sein, die richtige Lehrstelle zu finden. Man muss nur praktisch den Lehrsuchenden und das Lehrunternehmen wieder zusammenbringen. Eine neu ergriffene Maßnahme zur Aufwertung der Lehre sind Lehrlingsbotschafter. Diese waren einst selbst Lehrlinge und können glaubhaft zeigen, wie weit man es mit einer Lehre bringen kann. Die Nationalratsabgeordnete und Unternehmerin Tanja Graf geht für Salzburg ins Rennen. Für sie ist die Lehre eine hervorragende Möglichkeit, ins Berufsleben einzusteigen. Daran müssen wir eben arbeiten, dass der Wert der Lehre wieder in den Vordergrund kommt. Und da gibt es unterschiedliche Ideen, zum Beispiel die Anerkennung des Lehrberufes in der zukünftigen weiteren Ausbildung, wenn man die starten möchte. Der Verein Zukunft Lehre Österreich hat seinen Hauptsitz in Linz. Initiator und Präsident ist der CEO der Energie AG Oberösterreich, Dr. Werner Steinecker. Auch seine Karriere begann 1972 mit einer Lehre bei der OKA in Gmunden. Seiner Meinung nach hat uns das Corona-Jahr deutlich gezeigt, wie es um die Lehre bestellt ist. So die Ihr-Einschätzung bei Lehrlingen, aber auch bei den Eltern, es gibt zu wenig Lehrplätze, obwohl die Industrie, das Gewerbe, der Tourismus sucht händeringend nach Lehrlingen. Hier dem rechtzeitig entgegenzuwirken, da sieht man, wie hoch der Handlungsbedarf ist für das Image der Lehre in der breiten Bevölkerung. Die Lehre hat Zukunft und mit einem entsprechenden Engagement stehen einem danach alle Möglichkeiten offen.